Die Mutter wird an jenem Tag ihr Kind vergessen. Warum? Wegen dem Klang des Horns. Der Klang des Hornes ist so furchteinflößend, dass die Menschheit denken wird, betrunken zu sein. Aber in Wirklichkeit sind sie es nicht. Ich erinnere euch an den Hadith von Abu Huraira. Der Shaitan und seine Armee werden beginnen zu fliehen und sich zu verstecken. Sie werden beginnen zu fliehen und sich zu verstecken. Im Koran heißt es, an diesem Tag gibt es kein Entkommen. Die Menschen werden hinaufblicken. Und was werden sie sehen? Sie werden sehen, wie der Himmel pechschwarzem Öl gleicht. Er wird zerfallen, Stück für Stück. Die Erde unter ihnen wird zerfallen, Stück für Stück. Die Ozeane werden brennen und explodieren. Allahu Akbar, stell dir das einmal vor. Die Ozeane werden brennen und explodieren. Die Sterne werden ihren Glanz verlieren und auf die Erde krachen. Und überall wird Dunkelheit herrschen. Und wenn alles in Dunkelheit versinkt, wird nichts übrig bleiben. Der Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu sagt, der Engel des Todes wird zu Allah subhanahu wa ta'ala sagen, O Allah, all jene im Himmel und all jene in der Dunya sind tot, außer denen, denen du es erlaubt hast zu leben, O Allah. Allah wird sagen, wer ist noch am Leben? Und der Engel wird antworten, O Allah, Jibril lebt, Mikail lebt, Israfil lebt und die Engel leben, die deinen Thron tragen. Allah, der Allmächtige, wird sagen, Tod für Jibrail, Tod für Mikail, Tod für Israfil und Tod für alle Engel, die meinen Thron tragen. Dann wird Allah sagen, wer ist noch am Leben? Ja Allah, keiner ist mehr am Leben, wird der Engel antworten. Allah wird zu dem Engel des Todes sagen, wer ist noch da? Und der Engel wird sagen, O Allah, ich bin noch da, du bist noch da und kein anderer ist mehr da. Dann wird Allah sagen, geh und nimm deine eigene Seele. Und der Engel des Todes wird sich seine eigene Seele nehmen und dabei so laut schreien, wenn die Menschheit noch am Leben wäre und diesen Schrei hören könnte, würde sie vor Schock noch einmal sterben. Und Allah, der Allmächtige, wird alle Himmel in seiner Hand entfalten. Er wird alle Welten in seiner Hand entfalten und Allah wird rufen, ich bin der allmächtige Allah, ich bin der allmächtige Allah. Wem gebührt heute die Herrschaft? Wem gebührt heute die Kraft? Wem gebührt heute das Königreich? Ich bin der König der Könige. Wo sind eure Diktatoren? Wo sind eure Tyrannen? Wo sind eure Könige? Keiner wird antworten. Allah selbst wird antworten. Kraft ist für Allah. Macht ist für Allah. Der eine, der einzige, der unbezwingbare.